Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um einen ganz besonderen RCD, nämlich den sogenannten digitalen RCD. Dieser wird von der Firma Eaton angeboten. Vergleichbare RCD von anderen Herstellern konnte ich nicht finden. Wir sehen hier die beiden Besonderheiten, einmal in diesem Anzeigefeld und an diesem Kontakt. Auf genau diese beiden Besonderheiten werde ich im Verlaufe dieses Videos näher eingehen. Zunächst befasse ich mich dabei mit diesem Anzeigefeld an dieser Stelle. Und zwar ist es ja so, dass eine RCD frühestens beim halben Bemessungsdifferenzstrom auslösen darf. Das heißt also, eine 30 mA RCD wird frühestens bei einem Fehlerstrom von 15 mA auslösen. Wenn nun aber in der Anlage sich der Fehlerstrom so nach und nach diesen 15 mA nähert, so wird die Anlage natürlich immer labiler werden. Das heißt, sie gerät in einen kritischen Zustand. Und wenn dann noch eine kleine Störung hinzukommt, wird natürlich die RCD auslösen. Und genau hier setzt der digitale RCD von Eaton an. Er misst nämlich tatsächlich den Fehlerstrom, der fließt, und zeigt an, in welchem Bereich sich dieser Wert befindet. Bis zu 30% des Bemessungsdifferenzstroms bedeutet, dass die grüne LED an dieser Stelle leuchtet, befindet sich der Wert zwischen 30% und 50% des Bemessungsdifferenzstromes. So ist die Anlage ja schon recht labil und die gelbe LED leuchtet. Sobald 50% des Bemessungsdifferenzstromes erreicht sind, muss ich jederzeit mit dem Auslösen der RCD rechnen und dann leuchtet die rote LED an dieser Stelle. Man kann also direkt vor Ort jederzeit nachvollziehen, in welchem Zustand sich die Anlage befindet und ob mit einer baldigen Auslösung zu rechnen ist oder auch nicht. Eaton bietet die digitalen RCD in zwei verschiedenen Varianten an. Wir sehen hier einmal den Typ FRBDM. Hier handelt es sich um ein RCBO, also einer Kombination aus LS-Schalter und RCD. Hier daran zu erkennen, dass an dieser Stelle mit C25 der Bemessungsstrom für den LS-Schalter aufgedruckt ist und an dieser Stelle sieht man die 30 mA aufgedruckt, die dann eben dem Bemessungsdifferenzstrom für das FI-Schutzschalterverhalten entsprechen. Der andere Typ, der FRCDM, ist ein vierpoliger RCD, allerdings auch nur ein RCD. Hier ist keine LS-Kombination gegeben. Auf dieses Anzeigefeld bin ich bereits eingegangen. Daneben gibt es aber bei diesem Typen noch einen Hilfskontakt, den wir an dieser Stelle sehen. Einen entsprechenden Hilfskontakt findet man bei dem Typen FRBDM nicht. Hier befindet sich übrigens die LED an dieser Stelle. Genau dieser Hilfskontakt an dieser Stelle ermöglicht eine Fernwartung des Gerätes, sodass man also auch in der Ferne anzeigen kann, wenn sich die Anlage einem kritischen Zustand nähert. Dazu verfügt dieser RCD über einen potentialfreien Hilfskontakt. Der dient eben dieser Fernmeldung. Wir sehen das in diesem Bild. Hier sehen wir noch einmal die entsprechenden LEDs und die Schwellwerte, bei denen sie anzeigen. Und an dieser Stelle ist nun der potentialfreie Hilfskontakt abgebildet, der dann schließt, wenn 30% des Bemessungsdifferenzstromes erreicht wurden. Auf diese Weise kann ich also die Anlage von jeder beliebigen Überwachungsstelle aus dahingehend prüfen, ob sie denn noch stabil ist oder mittlerweile eine Abschaltung droht. Hier nun ein Auszug aus den Prospekten von Eaton. Alle Typen sind kurzzeitverzögert, sodass es bei transienten Störungen, Blitzeinschlägen oder Motorstarts nicht sofort zur Abschaltung kommt. Angeboten wird ein Typ A, wie er in Haushaltsanwendungen üblich ist. Es wird auch ein Typ B angeboten, wie er bei Frequenzumrichtersteuerung und Photovoltaikanlagen eingesetzt werden kann. Aber auch die Varianten Typ B+ und BFQ werden angeboten, die für höhere Störfrequenzen zugelassen sind. Hier ein weiterer Ausschnitt aus den Unterlagen von Eaton. Wir sehen, dass dieser Typ, der vierpolige Typ,
in der Variante G und A jeweils mit Bemessungsströmen von 25 bis 80 Ampere angeboten werden. Das sind die Ströme, die hier maximal fließen dürfen, damit der RCD noch ordnungsgemäß funktioniert. Und wir sehen hier die Bemessungsdifferenzströme, die hier angeboten werden, 30 mA, 300 mA und entsprechend wieder 30 und 300 mA bei den entsprechend größeren Bemessungsströmen von 40 Ampere. Ja, das waren die wesentlichen Besonderheiten zur digitalen RCD. Es ist also eine sehr sinnvolle Erweiterung zu den Standard-RCDs möglich durch die Fehlermeldung und die Fernmeldung. Das Ganze wird allerdings erheblich durch den Preis getrübt, denn diese RCD sind recht teuer. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Thema näher bringen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.